Und ich so, Mann, bist du denn bescheuert? Das hängt doch mit dem und dem zusammen und weißt du das denn nicht? Und lalala und. Ach, ja. So, wie ist also die Hütte? So. Hier drin. Fast. Her mit dem Koffer. Da ist er. Alle hier, gut. Wir brauchen sie. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute starben nur die, die es verdient haben. Ich habe Dynamit gelegt, draußen bei den Klippen. Aber die Zündschnur ist hin, also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen, mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Das arme Schwein, das den Job macht, geht drauf. Sie oder ich. Och nein. Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ, also sie oder ich, sich selbst in den Kopf schießen. Na dann ist eh egal. Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden. Also auch wir beide. Wenn wir unterwegs abbrechen, war alles umsonst. Eine Farce. Alles beginnt von vorne, so wie immer. Was machen Sie? Diamanten oder Dynamit? Ihre Entscheidung. Wir gehen am Ende eh drauf, also es ist scheißegal. Ich würde sagen, der Schakal soll es wenigstens noch bis zur Grenze schaffen. Ich nehme das Dynamit. So, speichern nochmal Feuer. So. Alles Sie klar. wissen, wo Sie hin müssen. In einer Stunde bin ich tot und Sie auch. Wieder gewinnt Afrika. Genau. Es war auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Lebe wohl, mein Freund. Oh, ja, schön, dass du mir die Tür vom Kopf zuknallst. Ich wollte dich eigentlich noch mal sehen, aber gut. Auf Nimmerwiedersehen. Also es war wirklich die richtige Entscheidung, es mit dem Schakal zu tun, weil er hat ja selber gesagt, heute sterben nur die, die es verdient haben und die APR will immer noch Zivilisten töten. Wir verhindern jetzt das mit dieser Aktion. Es war genau das, was ich wollte und es war für mich das richtige Ende. Sag nicht, das ist da oben, oder? Nee. Oder doch? Soll ich da hinkommen? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Oh. Komm, mach hin, Junge. Komm, 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 komm. Stirb, du Lappen. So, wir töten jetzt auch unsere letzten Gegner, bevor wir dann wahrscheinlich am Ende selber drauf gehen. Wo ist das denn? Ist das da oben? Boah, Freunde, wisst ihr? Mir wieder die geilste Missionspart ausgesucht, ne? Herr Shakar muss ja einfach nur in den Kopf schießen. Warum auch immer. Er hätte einfach nur dann fliehen brauchen. Und wir werden hier wahrscheinlich in Gefechten sterben. Und ich. Wo ist das? Ist das da oben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist schon wieder dieses alles noch dran? So, an sich geht es ja auch da links rum. Weiß nicht, ob es dann über den Berg hoch geht. So. Puh, Freunde, ich habe echt keine Ahnung. Sieht es auch nicht nach irgendwas aus, wo man was befestigen könnte, oder?
wo man hoch kann oder irgendwas. So, ich bin jetzt fast genau drauf. Aber, wie ihr seht, ist es doch ein bisschen weiter links. Das heißt, wirklich ganz genau in der Mitte wäre es dann da oben eigentlich. Das heißt, ich gehe jetzt weiter links lang. Vielleicht kommt man, also dann hier lang. Vielleicht kommt man dann da weiter rum. Und das führt zu einer Straße in den Berg hoch. Will ich jetzt da schwer hoffen, weil das wäre sonst echt doof. Und wieder Ewigkeiten zu suchen, habe ich jetzt auch keine Lust. So. Ist jetzt der richtige Weg, ne? Ja, so fast. So. Okay, was ist jetzt hier in der Waffenstillstandszone? Ach Mann! Ja, was ist denn das? Och Freunde! Macht's mir doch echt nicht so kompliziert. So, ich muss echt gucken gerade. Wieso kann man denn hier nicht... Hier ist Felswand. Hier geht's nicht weiter. Es ist irgendwie ein bisschen dumm, ne? Es kann ja nur da oben sein. Was haben wir denn hier? So, Mörserkarte. Nichts, 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 nichts. Was? Auf SZ? Ach, ist einfach Waffen von vorne bis hinten durchscrollen. Achso, das wusste ich natürlich auch nicht. Ach, das ist schon wieder so spannend, mir zuzugucken. Es ist zum Kotzen. Mann, Lianen. Hier, ich will hoch. Oder ist das jetzt doch nicht oben? Ich suche auch gerade nach diesen komischen Sprengstoffbatterien oder so. Zum Canyon-Überhang gehen und das Dynamit mit der Batterie zünden. Der Überhang sagt ja eigentlich schon alles, ne? Das heißt, es kann wirklich nur oben sein. Aber wo man da lang gehen muss, damit man da hochkommt, ist jetzt echt mal die Frage, ne? Ach, wisst ihr, Freunde, ich bin so bescheuert. Ich gehe jetzt einfach die andere Seite lang. Ach, ey. So, falls ich jemals einen IQ-Test machen würde, den ich ja nie mache, weil es mir zu behindert ist, habe ich, glaube ich, einen IQ von 50 oder weiß ich was. Also, dümmer kann ein Mensch ja nicht sein. Natürlich der andere Weg. Ich komme auch nicht drauf, mal den irgendwie auszuprobieren. Ja, ist gut. Ja. Danke. Ich bin getroffen. So, nachladen. Es bringt jetzt auch nichts mehr, die Waffen irgendwie auszutauschen, weil die sind genauso verrostet wie meine. Und dann spiele ich lieber noch mit einer Waffe, die mir ganz gut liegt, als mit genauso verrosteten Waffen, die ich scheiße finde. So, nachdem wir die beiden Typen hier erledigt haben, geht's also zum Canyon-Übergang mit dem Dynamit. Und das wird wohl unsere letzte Aktion im Spiel gewesen sein, Freunde. Wie ihr wisst, werden wir dabei drauf gehen. Ich bin schon gespannt, was jetzt gleich passiert. Wow. Krass.
Oh, mein Puls ist gerade so hoch, Leute. So, da ist die Stelle. Zack. Okay. Das waren wir. Nach dem Exodus wurden mehr als 2 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländer umgesiedelt. Hilfsorganisationen vermerkten die überraschend niedrige Zahl irgendwas. Die verbleibenden Führungsmitglieder der APR und UFL schlossen sich zu einer Übergangs... Boah, wieso ist das so schnell? Räuben Udo Wattwending, Berichterstattung von den Ergebnissen fand keine Beachtung. Die Identität des Schakals bleibt weiterhin ein Geheimnis. Offizielle Stellen beharren darauf, dass er während der Unruhen getötet wurde. So, Freunde, das war also Far Cry 2 und meine Stimme ist gerade ein bisschen weg, dafür muss ich mich nochmal entschuldigen. Hier rauschen jetzt gerade ohne Musik im Hintergrund komischerweise die Entwickler durch, die Credits. Es war wirklich ein harter, steiniger Weg bis ans Ende und ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir am Ende nochmal sterben und sozusagen als Anti-Held eigentlich das ganze Spiel unterwegs. Wir haben Aufträge für die APR und für die UFL angenommen, mussten eine Menge Leute töten. Wir waren eigentlich nur der die Aufträge ausgeführt hat, haben eigentlich ein wirkliches Drecksleben geführt und standen immer so zwischen den Fronten. Das hat sich wirklich zum Ende hin alles ein bisschen geklärt. Wir haben uns, man könnte ja schon fast sagen, mit dem Schakal angefreundet. Er galt ja erst als derjenige, der den Waffenhandel betreibt und für den ganzen Krieg verantwortlich ist. So ist es ja nicht, wie wir mitbekommen haben. Und wir beide sind ja dann gestorben und konnten somit viele Leute retten. Und die Richtigen sind ja gestorben, wie er gesagt haben, wie der Schakal gesagt hat an dem Tag. Und das wirklich zu Recht. Also ich habe sozusagen mein Eid erfüllt und jetzt können die afrikanische Bevölkerung hoffentlich in Frieden weiterleben. Das Ganze sah mit diesem Schwarz-Weiß-Bild am Ende noch ziemlich realistisch aus, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht eine wahre Geschichte ist. Es gibt ja in Afrika öfters solche Kriege, auch hier der Film Blood Diamond spricht es zum Beispiel an, da gibt es halt immer diese Diamantenkriege sozusagen, wo dann heute noch irgendwelche Menschen versklavt werden und so. Das ist ganz grausam da unten, will keiner dort leben und keiner sein und gerade Journalisten haben da einen ziemlich gefährlichen Job und ich finde es auch, haben auch die Entwickler ganz gut rübergebracht mit dem Räumen, diesen Journalisten da, der sich wirklich dafür einsetzt, man hat ja leider gelesen, ihr könnt ja noch auf Pause drücken, die Texte waren ein bisschen sehr schnell, ich konnte auch nicht alles lesen, habe mich auch oft versprochen und sein Artikel hat anscheinend nicht wirklich Anklang gefunden international. Was auch sehr schade ist eigentlich. Wahrscheinlich unterdrücken das einfach irgendwelche Politiker, weil es denen eh nur ums Geld geht oder irgendwas. Naja, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Es war wirklich durchweg von Fails, von vorne bis hinten. Trotzdem für mich ein sehr schönes Spiel, gerade grafisch, jetzt immer noch von 2008. Bombig, ja, also sehr schöne Effekte. Das Gras weht im Wind und das Feuer breitet sich sehr, sehr realistisch aus. Also grafisch wirklich sehr, sehr gut. Gameplay-mäßig, naja, ist ein bisschen flach. Die Waffen haben nicht wirklich ein großes Balance-System. Die Gegner halten unrealistisch viel aus. Das ist alles ein bisschen sehr mau. Hoffen wir natürlich, dass es in Far Cry 3
besser wird. Für mich trotzdem ein richtig gutes Spiel. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, mir zuzuhören. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Let's Play. Bis dann, ich bin Scrank Ron. Ciao.